der eine oder andere gestern war überrascht über die große, fast hundertprozentige Zustimmung für die, ich sage jetzt mal, Linie der Kanzlerin in Sachen Flüchtlingspolitik. Waren Sie auch überrascht darüber? Nein, nach dieser Rede vor allen Dingen war ich nicht überrascht, weil die Kanzlerin hat wirklich die ganze Partei mitgenommen. Sie war vertrauenswürdig, sie war eindeutig Angela Merkel, sie war zuverlässig und damit kann ich Wahlkampf machen. Müsste man nicht das, was das Volk, was die Bürger diskutieren, mehr aufgreifen? Ne, würde ich gut, auf der einen Seite wird es schon aufgegriffen, aber ich denke mal, so jetzt mit der Grenzen einfach zumachen, das ist der falsche Weg. Wir müssen da andere Möglichkeiten finden, wie man mit dem Ganzen zurechtkommt. Und das hat die Kanzlerin gestern eigentlich sehr gut rübergebracht. Deswegen also war ich eigentlich schon überrascht, dass nach den ganzen Diskussionen von den Medien mit Spaltung, wird die Partei gespaltet am Parteitag oder steht eine Zerreißprobe der Partei vor. Deswegen war ich gestern nach der Rede oder durch die Rede von unserer Bundeskanzlerin doch sehr überrascht, dass die Partei zu fast 99,5% so voll hinter ihr stand. Und da muss ich sagen, das hat mich sehr überzeugt. Manche glaubt, dass Sie, die CDU, damit ein Stärkungsprogramm für die AfD auflegen. Was sagen Sie dazu? Wir sind ganz anderer Meinung. Wir haben ein christliches Menschenbild. Angela Merkel sagte, es kommen nicht irgendwelche anonymen Ströme. Sie sagte, es kommen einzelne Menschen. Und da trennen wir uns zutiefst von der AfD, dass wir sagen, auch das war gestern, Menschenwürde, christliches Menschenbild, es kommen einzelne Personen und nicht irgendwelche anonymen Menschen, die irgendwie erster oder zweiter Klasse sind. Wir trennen uns zutiefst von der AfD. Was nehmen Sie davon mit in den Wahlkampf am 13.03., Superwahlsonntag, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird gewählt. Sie wollen die Staatskanzlei nämlich an wieder zurückerobern. Was nehmen Sie von hier aus mit, von diesem Entwurf, den Angela Merkel skizziert hat, wie das Deutschland der nächsten 25 Jahre aussehen soll? Also Deutschland wird sich verändern, Angela Merkel weiß es. Und ich mache gerne Wahlkampf auf dem Marktplatz und mit der Überzeugung, mit der ich jetzt nach Hause gehe, kann ich das auch gut machen.